der Vater aller Kriege ist der Atheismus. Ja, das wollen die Leute heute ja überhaupt nicht hören. Insbesondere die Zombies, die Gläubigen, die Glaubensmenschen, die können das wahrscheinlich unterschreiben, also ganz sicher unterschreiben. Wir haben da einen riesigen Rückstand an spiritueller Entwicklung. Also seit 2000 Jahren hat sich da kaum etwas getan, genauso wie mit der Politik. Wir sind de facto immer noch in einer Scheindemokratie oder eigentlich Diktatur. Meinungsmacherei, Propaganda kann alles, die Menschen nahezu nichts. Und genauso ist es mit der Spiritualität, mit Theismus und Atheismus. Aber dennoch, in einer Gesellschaft, wo viele religiöse Menschen sind, ob es jetzt eine echte gelebte Religion ist, also im eigentlichen Sinne von Heidegger oder Kafka, Rilke oder Grow, ein metaphysisches, ontologisches Bewusstsein, also eine tiefe Konnektion mit dem lebendigen Universum, dem göttlichen Universum, ist es doch so, dass auch wenn die Leute nur irgendwie glauben und in so eine Richtung gehen, ja, auch wenn sie zickzack gehen oder nur in diese Richtung blicken, ist es besser als kollektiver Atheismus. Denn im kollektiven Atheismus, da fallen wirklich alle Hürden. Da gibt es kein Gewissen mehr, die Instinkte sind abgerissen zur Welt und da herrscht dann Brutalität, die Menschen sind abgebrüht, haben keinen Respekt mehr voreinander. Man sagt nicht mehr Danke, man sagt nicht mehr Bitte. Alle sind cool, alle machen, was sie wollen, so weit gehend, dass sie halt nicht hinter schwedischen Gardinen landen. Jeder kämpft um seinen Vorteil und ja, dann kommt es in so einem Bewusstsein, in solchen Gesellschaften natürlich auch zu Krieg, zur Massenvernichtung, heute im Nuklearzeitalter, vielleicht sogar zur Auslöschung demnächst. Dieser Prozess vom Theismus zum Atheismus ist über Generationen verlaufend. Zuerst hatte man immer diese Weltreligionen, an denen wir ja einiges auszusetzen haben, die wir so ja gar nicht mehr stehen lassen. Ja. Darum brauchen wir ja auch einen Heidegger, einen Rilke, einen Kafka und vor allem einen Grow, der dem Ganzen noch die Krone aufsetzt mit dem George Grow-Effekt. Dennoch ist da halt eine Richtung gegeben und auch in diesen Konfessionen, wie zum Beispiel Waldorf Emerson möchte ich erwähnen, ein Transzendentalist aus den USA, zur Zeit, also ja, so um 1830 herum und auch Priester, aber halt aufgeschlossener und wirklich metaphysischer, neu mystischer, neu realistischer Mensch. Und also auch aus diesen Religionen, aus dem Christentum, aus dem Islam können Blüten erwachsen, trotz vieler Widernisse. Aber wenn da überhaupt nichts mehr ist, dann tendiert alles zum Agnostizismus. Das sagen dann die Leute, das ist der zweite Schritt, ne? Theismus, Agnostizismus. Es geht immer nur um die Mehrheit der Menschen oder die Mehrheit der einflussreichen Menschen und nie um alle natürlich. Und im Agnostizismus, da ist man sich nicht sicher. Ne? Also gibt es was Höheres, gibt es eine göttliche Macht, gibt es ein nächstes Leben. Der Mensch sagt sich, ich weiß es nicht, aber behält sich gewisse Grenzen, die er nicht überschreiten möchte, auch Prinzipien, Limits, die dann im nächsten Schritt im Atheismus völlig wegfallen und der Weg dann frei ist in die Dekadenz, in Feindschaft, wo jeder jeden anfeindet, Einsamkeit, psychisches Leid, die ganzen Neurotisierungsmechanismen und Besserwissereien, Bildungsrückstände, Idiotie, Zombietum.
In der Phase befinden wir uns wieder einmal und höchstwahrscheinlich wird das Ganze einen großen Niedergang erleben, wie so alle 100 Jahre. Ja, Zweiter Weltkrieg, Mitte des Jahrhunderts, Augsburger Weltfrieden, also nach dem 30-jährigen Krieg, Mitte des Jahrhunderts, Kreuzzüge, Mitte des Jahrhunderts, die Eroberung von Konstantinopel, ein entscheidendes Ereignis. Ja, so alle 100 Jahre, 1848, 49, die große Revolution in Europa, wo viele dran geglaubt haben, wo ganze Bürgerkriege und andere Missstände, Aufstände überall. Ja, also alle 100 Jahre in etwa. Dementsprechend, jetzt haben wir 2023, ja, könnte es noch 10, 15 Jahre gut gehen. Gut unter Anführungszeichen, bergab, 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 Teuerung, Teuerung, jeder holt raus, was geht. Eine atheistische Zombie-Gesellschaft. Und das ist der Grund, warum die Reiche, die Kulturen, die Republiken und was auch immer periodisch niedergehen oder für immer ausgelöscht werden, im Krieg vernichtet und von Reißbrett der Geschichte vertilgt werden. Es gibt ganz wenige Ausnahmen, zwei große Kulturen, denen das nicht so geschehen ist, weil sie sich den Bezug zum Kosmos erhalten haben. Also da ist das Auf und Ab weniger dramatisch und diese Kulturen, diese Reiche haben durchgehend bestanden und da wird heute noch der Nicht-Atheismus, sage ich jetzt einmal, gepflegt und gelebt und das können nur sein, China und Indien. Einmal mehr George Crowe aus unserem Haku hier in Vienna, Austria.